Ich habe jetzt die Ehre, das anzumoderieren. Ja. Weißt du, wie es heißen wird? Naja, aber du hast dir bestimmt schon was überlegt. The Day After O. The Day After O. Ja. Tag nach dem Olympia. Wie schläft man nach dem ersten Olympia eigentlich? Kurz und knackig. Ich bin um 3.30 Uhr ins Bett und um 6 Uhr war ich schon wieder topfit auf den Beinen. Echt? Ja, ist immer bei mir in der Diät. Es braucht ein bisschen, bis der Bär sich wieder in den Winterschlaf versetzt. Und dann gut und gerne mal den Ausrutscher bis 11 Uhr vormittags macht, aber der ist ja diesmal dir passiert. Aber das Video ist raus, Leute. Es wurde die Nacht durchgeballert. Aber hallo. Und dann hat man das noch rausgehauen, aber ja. An dieser Stelle auch mal ein dickes, fettes Dankeschön für den unfassbaren Support und Feedback. Du wirst wahrscheinlich auch gar nicht hinterherkommen, ne? Mit Nachrichten und so. Überhaupt nicht. Vor allem war ich immer der Typ, der sich so auf die Fahne geschrieben hat. Ich antworte ihm alles so gut, wie es geht, aber es hat sich geändert nach der letzten Zeit. Ja, ist übel schade, so, weil alles geht auch unter von Leuten, denen man eigentlich unbedingt zurückschreiben will, aber man findet es dann nicht und das ist echt Katastrophe. Also nimmst du mir nicht böse. Normal gehe ich da gern drauf ein, aber das braucht jetzt wahrscheinlich erstmal gefühlt 3 Monate Abarbeitungszeit. Weil man schreibt immer zurück und dann kommt wieder was Neues nach und dann machst du wieder Instagram auf und dann macht man sich kirre. Aber jetzt wurde erstmal trainiert, alles weitergemacht. Ne, wir haben ja heute schöne Bilder gemacht, ne? Haben wir ja auch schon welche im Kasten. Erst die Arbeit, da blenden wir hier gleich ein. Das heißt nämlich erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist nämlich das Stichwort. Und wie das Vergnügen folgt, das will ich gar nicht verraten. Es wird erstmal einen harten Cut geben. Das kommt zum Einsatz. Öl, Baby. Und da ist noch jemand anders an dem Video beteiligt. Oh ja, wer das ist und wie das endet, schwenkt mal rüber. Kommt schon angelaufen hier. Also ich bin jetzt super ausgestattet und vorbereitet. Ja. Und jetzt ist die Idee. Erste 3 Wörter, was dir in den Kopf kommen, wenn du an das denkst. Einreiben, denke ich. Einreiben. Was einreiben? Einreiben, Alter. Ja. Hier. Ja. Ja, nee, da mache ich Leinöl. Da nehme ich Leinöl. Leinöl? Leinöl für die Flinte. Für die guten Fette. Genau, Omega 3 haben. Omega 3. Okay. Ey, ihr solltet euch eigentlich gegenseitig einölen, damit ich das dann weitergeben kann. Braucht Omega 3. Also gegenseitig? Ja, dann mach los. Dann los. Zieh auf dich, komm. Ich öl dich ein, komm. Junge, jetzt kommen hier gleich die ganz anderen Kaliber von Männern. Warum schmieren wir Öl drauf? Weil man besser aussieht mit Öl. Das sieht so aus, als hätten wir trainiert. Ja. Next year I beat Nick Walker. Nick Walker, next year. Next year I come to beat you. Back in the coffee. Ich muss Pizza, warte. Yeah.
Yeah! Ah! Ah! Oh. Oh, Wrestling! Wie Jack Burkes. Ich du Schwein, Alter. Ich hab kurz mal die 100 Kilo gewuppt, Alter, auf kalte Gelenke. Bei dir meckern, weißt ja. du, der macht 220 Kilo. Ja, ja. Und dann hebt er 100 Kilo hoch, aber. Ja, so einer ist er. Aber der hat. Ein Fetisch durch, du. Ich wollte gerade sagen, der kennt sich aus mit 100 Kilo Geräten, gell? So mag das die Ladies. So, Alter, jetzt hier zusammenpacken. Masse Bolognese. Ja, erstmal essen, Herr Schön. Yeah, Digga, geil, jetzt verdient hier, Alter. Erstes Shooting mit Steve Bentin. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Was? Was für ein Shooting? Ja. Hat auf jeden Fall mal Spaß mit ihm. Aber eigentlich dachte ich, das findet in einem anderen. Wie sagt man? In anderen Etablissement. Etablissement statt. Nach dem Olympia ist vor dem Olympia, wie so ist die Wiese hier? Man muss ja hier mal warten. Ist ja nicht alles so, dass hier läuft wie am Schnürchen. Deswegen, bevor ich hier rumstehe und dumm rumstehe, wie der Baum im Wald, ja, mache ich ein bisschen Cardio, ein bisschen was für die Gesundheit. Solltet ihr, by the way, um auch mal was Lehrhaftes ins Video einzubauen, nach dem Wettkampf unbedingt weitermachen. Nicht nur fressen, auch gucken, Cardio noch drin behalten, auch mal ein paar Tage mit ein bisschen weniger Kalorien einbauen, aber ja, ich mag das auch. Cardio gehört für mich normal jeden Tag dazu. Immer, ne? Ja. Wer den Sport ja, professionell machen will und das Ganze möglichst gesund, möglichst, wie sagt man, auf lange Zeit, langfristig und nachhaltig, top die Wörter. Passen perfekt. Wer das machen will, der soll es beibehalten. 20 Minuten plus Sonderzuschlag kennt ihr ja. Ich mache jetzt einfach so lange, bis die Jungs fertig sind und dann passt das Ganze auch. Aber macht euer Cardio und auch in der Vorbereitung, auch im Aufbau und dann läuft es auch. Und dann könnt ihr euch auch gönnen, denn gleich wird gegönnt. Und wie? Und wie? Sie braucht vorne einen Appetizer. Ja. Das fällt auf dem Fleisch. Obwohl er nicht so aussieht. Oh je, das kenne ich, wenn das Auge größer ist als der Magen. Wird er gleich wahrscheinlich in dem Masse-Bolognese-Video wird er kläglich scheitern. Ja, ich glaube auch. Ich sage, ja, ruhig ein Kilo Nudeln hier und am Ende bleibt viel übrig. Das will ich immer nie. Ich passe da immer richtig auf, dass ich da nicht zu viel einkaufe. Auch ein weiterer guter Hinweis, ja. Vernünftig mit Lebensmitteln umgehen, ne? Ja, safe. Also Essen wegschmeißen geht gar nicht. Davor nimmt man es mit und gibt es irgendjemanden. Das braucht oder vernichtet, aber ja, wenn ich da immer die Leute auch sehe, gerade immer bei den regionalen Meisterschaften, kommen die da schon mit Köfferchen nur mit Essen angefahren. Macht nicht so eine Scheiße, also ich empfehle jetzt auch keinen Salat nach dem Wettkampf, aber gönnt euch da und dann reißt euch da ein bisschen am Riemen und übertreibt es nicht. Aber ja, sie eben selber überlassen. Nach meinem ersten Wettkampf war ich am nächsten Tag, lass mich nicht lügen, 12 Kilo schwerer. Ich konnte meine Schuhe nicht mehr zumachen. So. Aber das muss man machen, das gehört dazu. Das sind die Fehler, aus denen man lernt oder auch nicht. Aber ja, ich meine, nach 10 Monaten Vorbereitung habe ich auch Bock, jetzt einfach mir zu gönnen. Wenn es nur 12 Wochen wären, dann wäre es entspannt. Aber easy. Auf jeden Fall Kissimmee machen. Wer in Orlando ist, welcher irgendwo mal sein sollte, auch dicke Shoutout an der Stelle. Also, ihr habt es jetzt in den Videos gesehen aus der Olympiawoche. Nur noch geil hier, würde am liebsten für immer hier trainieren, aber der Bunker ist die Heimat und der Bunker ruft bald wieder. Aber genau, jetzt genießen wir hier erstmal noch die Zeit und gleich die Masse Bolognese. Zwischenzeit, gute Peanut Butter,
Die hatte ich heute Morgen hier. Hab ich mir gegenüber, weil Amerika, Land des Fastfoods, gibt es ja mehr Fastfood-Läden als anderes, waren wir kurz gegenüber. Hab mir bei Chipotle was geholt. Denn. Ey, wenn das jetzt besser als meins aussieht, dann. Oh. Dann erstmal schön. Wir haben noch was vor. Das verrate ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall. Es ist 100% vegan. Also wir haben da jetzt den zweiten Burger. Ich habe eine kurze Frage. Denkst du, bei der Massenbolognese wirst du da schon eine gute Figur machen? Ja, denke ich, ja. Loch ohne Boden. Mal einfach rein. Vom Testcenter? Ja, du musst ja noch getestet werden. Ja, wir gut machen. 6 Minuten Drive-Thru. Ja, perfekt. Können wir durchfahren. Perfekt. Machen wir. Damit du morgen schön in die Heimat fliegen kannst. Hoffentlich komme ich da an. Morgen erstmal fürs richtige Kochen muss fürs richtige Outfit gesorgt werden. Koch mit dir? Denn deine Pimmel. Richtige Kochmütze also? Ja, das ist die bentinische Pracht-Kochmütze. Was kriegen wir hier für ein Accessoire? Ja. Ja, das ist ja Orlando und Disney, da müssen wir schon. Pack da mal direkt ein, dann nehmen wir. Also das steht hier schon super. Ja? Und du? Yeah, auf Mr. M. Polacco hier. Das ist eine schöne Farbe ausgesucht. So. So, voll. Keine Zeit noch sind hier. Weißt du, da haben wir auch, bei hier kennt die Anzüge da. Zieh mal ran. So. Das wird hübsch gemacht. Optimale Outfit für die Masse Bolognese Kochshow. Passt. Aber beim Kleckern, ich kleckere. Ich bin auch so ein Klecker. Ich bin ein Fleck. Warum da ist eine Mischte Box? Gemischbox. Gemischbox? Gemischte Tüte oder gemischte Box? Ja, sind die. Warum ist immer das Problem bei den gemischten Boxen? Da hast du zwei geile Sorten dabei und da hast du zwei Scheißsorten dabei. So, als ob die wüssten, dass die da. Die Scheißsorten können ja Matze. Das Prinzip, warum die Boxen die Scheißsorten können ja Matze fressen. Eine mitnehmen so. Und dann müssen wir zum richtigen Krispy Kreme fahren. Ich möchte eine gerne haben. Der ist doch bestimmt noch ein richtiger um die Ecke. Ja, aber wir haben jetzt nicht die Zeit. Ich nehme jetzt einmal mit zu einem. Das kostet nur ein. Nee, falsch. $6 nur. Na, das ist aber billig. Und $6? $5 nur. Und noch eine Bodybuilder. Bodybuilder Bolognese. Mit Long Beef. Hier, den Magen. Wie ist das drin? 7% Fett. 7%? Ja, wie viel ist das? 5 Kilo. Also, Polacco bevorzugt eher hier à la Wodka. À la Wodka? Aber. Das ist schon so fertig geworden. Ist ja fertig. Wir brauchen nur hier bis.